gegönnt. Er wäre auch nötig gewesen zu einem deutschen Sieg. Denn 8 Minuten vor Schluss wurde die deutsche Abwehr erneut gesprengt. Die Likaris, völlig ungedeckt, setzt sich durch und gleicht aus. Diesmal hatte Meyer den Fehler seines Kapitäns nicht ausbügeln können. Die Behauptung einiger Spieler, der Torschütze habe im Abseits gestanden, trifft nicht zu. Kaltz, gleich am rechten Bildrand zu sehen, stand im Moment der Ballabgabe näher zur Grundlinie als der Grieche. Das 1:1 gegen Griechenland dokumentiert, das sei noch gesagt, wie weit die Deutschen von ihrer Weltmeisterschaftsstärke entfernt sind, von der Brillanz der Europameisterschaft 1972 ganz entfernt.